Hallo und herzlich willkommen zur Highlight-Sendung zum 240-Minuten-Rennen von Le Mans. Ja, das hat am vergangenen Sonntag stattgefunden und heute werde ich euch also einen kleinen Zusammenschnitt aus den Renngeschehnissen hier präsentieren. Tatsächlich hat das Event stattgefunden und dieses Rennen, was insgesamt ja über 4 Stunden gegangen ist, war eine richtige Expertenherausforderung und ich freue mich jetzt, euch das hier in diesem Zusammenschnitt präsentieren zu dürfen. Ja, als erstes gehen wir mal wie immer durch die Startaufstellung. Auf der Pole Position ist GTPZ Mantai oder Mantai, ich weiß nicht genau, wie er sich da ausgesprochen haben möchte. Auf jeden Fall war er der schnellste in der Qualifikation deutlich, fährt hier im Toyota TS030. Auf der zweiten Position Elias 456 im Peugeot 908. Darauf folgt ein weiterer Toyota, nämlich mit Lukas 211 und dahinter ist Smedyline auf der vierten Position in der LMP-Klasse im Audi R10. Brotaufstrich 93 auf P5, danach kommt Ike 86 Number 1 und dann sind wir in der GT-Klasse. Dort hat Mr. Hater die Pole Position rausgefahren. Dahinter ist Andy 89, der natürlich auch sehr bekannt ist hier und auch sehr schnell ist, also auf jeden Fall auch ein Favorit auf den Sieg in der GT-Klasse. Cannelloni 94 auch dabei auf der 9, auf der 10. Deadly Sonic hat sich so mehr oder weniger unangemeldet, ist ja noch dazugekommen. Und Darkboy 02, der auf dem letzten Platz ist. Ja, ich gehe mal wieder auf 1 und starte das Rennen und werde es gleich für euch kommentieren. Ihr kennt das Ganze ja schon und ich werde wahrscheinlich dann eben bei etwas zäheren Abschnitten etwas vorspulen, weil 4 Stunden am Stück wird sich keiner von euch angucken, das glaube ich einfach nicht. Und ja, 11 Fahrer sind eigentlich auch einer weniger als überhaupt für die Austragung vorgesehen. Also das Limit war eigentlich mindestens 12 Teilnehmer, damit ich es überhaupt veranstalte. Naja, wir haben es jetzt trotzdem so gemacht, aber ja... Es ist natürlich klar, dass auch einige ausscheiden werden, sicherlich. Und der Start hier natürlich direkt super von GTPZ Mantai. Der Toyota natürlich auch mit dem ERS am Start. Gerade am Start hilft das sehr viel mit der Beschleunigung. Das Hybridsystem, Smedyline auch gut weggekommen. Elias hatte da ein bisschen Probleme, ist etwas zurückgefallen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Rennen hier gleich entwickeln wird. 4 Stunden natürlich eine lange Zeit, eine richtige Langstreckenveranstaltung. Und Elias jetzt hier auf dem Weg zur ersten Geraden versucht er zu kontern und sich seine Position zurückzuholen. Ist ja ursprünglich mal auf der 2 gestartet, jetzt geht's auf die lange Gerade. Und da hat Mantai schon einen relativ großen Vorsprung. Die waren ja alle in verschiedenen Leistungseinstellungen unterwegs. Der Toyota hier mit 615 LP, glaube ich. Und da gab es im Vorfeld auch einige, die immer wieder gesagt haben, der Toyota ist so völlig unterpowered. Naja, da kann man nur sagen, sieht nicht so aus. Also, da habt ihr euch anscheinend ziemlich geirrt. Mantai jetzt hier in Führung und hat schon ziemlich viele Meter gut gemacht. Der Hybridboost ist auf jeden Fall ein großer Vorteil für den Wagen. Also Doppelführung für Peugeot, allerdings kann Luca S211 dem Führenden hier auch nicht folgen. Hier ist schon eine Riesenlücke, also die fahrerische Performance von Mantai ist auch hier entsprechend gut einzuschätzen. Gleiches Material hat nämlich der Lukas und er kommt nicht hinterher. Dahinter ist schon der erste R10, Ike 86 jetzt durch die Windschattenduelle vorgekommen, allerdings jetzt auch wieder zurückgefallen. Also natürlich die langen Geraden, die sind hier ganz klar. Wow, und Abflug von Smedyline ins Kiesbett, etwas zu weit rausgekommen. Auf den langen Geraden hat man hier natürlich viele, viele Duelle, wenn man sich denn eben nah genug kommt. Hier auch sehr schwierig zu überholen an dieser Stelle, weil es hier sehr, sehr eng ist, aber Smedyline versucht es, beziehungsweise Ike.
Beide ja im Team Gamecore Racing unterwegs, leider sehr wenig Teamanmeldungen dabei gewesen dieses Mal. Somit ja, gibt es auch keine richtige Konstrukteurswertung am Ende. Es ist ja generell auch nur eine Einzelwertung. So, und jetzt mittlerweile hier schon einige etwas größere Lücken. Da ist Mantai schon in den ersten, in den Porsche-Kurven. Jetzt schauen wir mal zurück. Mr. Hater hat da in der GT-Klasse die Nase vorne behalten. Cannelloni hat sich etwas weiter nach vorne gekämpft. Und Andy hat ein bisschen verloren gegenüber Cannelloni. Deadly Sonic auf der 9 geblieben. Und Dark Boy jetzt schon sehr weit zurückgekommen, fallen. Kommt im Moment nicht so ganz mit der Performance der anderen Fahrer mit. Hier jetzt mittlerweile aber ein schöner Dreikampf an der Spitze des GT-Feldes. Andy und Cannelloni, die sich ja schon jahrelang auch kennen, die wissen natürlich, wie sie sich selbst einzuschätzen haben. Davor Mr. Hater, der auch hier einen fantastischen Job macht. Schönes Dreierpack hier gerade an der Spitze des GT-Feldes. Ja, auch die GT-Wagen hier, die Toyota FT1, haben ein Hybrid-Triebwerk, aber das ist natürlich auf Langstreckensicht gesehen auch ein strategischer Faktor. Man kann im Windschatten ein bisschen lupfen und dann vielleicht auch weniger Batterie verbrauchen und entsprechend sich das strategisch etwas zurechtlegen. Auch mit dem Benzinverbrauch wird es hier eine sehr interessante Sache noch im Verlauf des Rennens. Man kann schon soweit sagen, dass in beiden Klassen der maßgebende Indikator für einen Boxenstopp nicht der Reifen ist, sondern der Benzintank. Der Reifen hält locker einen ganzen Stint aus, bis der Tank leer ist, ohne deutlich langsamer zu werden. Der Verschleiß hier im Spiel sehr, sehr gering. Windschattenschlacht jetzt hier zwischen den GTs. Momentan hier das doch deutlich spannendere Feld. Vorne ist Mantai schon so weit weggezogen. Jetzt wird es hier natürlich immer wieder mal kleine Positionswechsel geben in dieser Klasse. Gerade auf den Geraden ist es dann eher ein Hin und Her. Ohne da jetzt sagen zu wollen. Es ist eigentlich auch ein bisschen Glück natürlich, wer gerade wo im Windschatten ist, welche Distanz gerade herrscht. Denn der Windschatten zieht hier auch. Der ist nicht auf realistisch, sondern auf schwach eingestellt. Ist natürlich auch ein großes Thema immer, diese Einstellungen mit dem Windschatten. Schalten auch mal wieder weiter nach vorne, und zwar in die GT-Klasse. Da ist Smeddy jetzt wieder an Eik dran. Hat hier noch einen kleinen Quersteher, allerdings Smeddy insgesamt doch der schnellere im Moment von den beiden Fahrern im R10. Rotaufstrich im 908 ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen der vorderen Spitzenklasse und den Verfolgern. Elias ist übrigens inzwischen ausgeschieden, da ist irgendwie sein HDMI-Kabel wieder abgegangen oder sowas, keine Ahnung. Ist natürlich schade, dass er schon weg ist. Er ist ja auch immer wieder hier oft im Spiel, in den Veranstaltungen am Start. Wahrscheinlich hätte das wieder reinstecken auch was gebracht, schätze ich mal. Denn bei 4 Stunden kann so viel passieren. Lukas hier weit rausgekommen, dreht sich hier in die Bande, versucht den Wagen wieder zu stabilisieren. Natürlich ist es nicht so einfach, den Toyota hier in den schnellen Kurven zu bewegen, eben wegen des auch plötzlich einsetzenden Hybrid-Boostes, den man nicht selbst steuern kann. Das kann schon mal zu Instabilitäten führen. Beim Bremsen lädt sich das System dann entsprechend wieder auf. Ja, hier in der ersten Schikane ist jetzt schon GTPZ Mantai in einem riesen Vorsprung. Er im Moment absolut in den ersten
10 Minuten schon extrem weit nach vorne gefahren. Da wird es schwierig, noch dran zu kommen. Lukas hingegen fährt hier sehr weit über die Curbs, was natürlich nicht sehr, sehr schön ist. Man muss natürlich auch die Track Limits einhalten. Natürlich wird bei 4 Stunden keiner nicht irgendwie mal irgendwo rüberkommen, aber man darf es eben nicht ausnutzen. Brotaufstrich ist inzwischen zurückgefallen, hatte wohl irgendwo einen kleinen Fehler. Wir schauen mal wieder auf die Spitzengruppe in der VGT, in der GT-Klasse mit den VGTs. Mr. Hater ist da immer noch an der Spitze, Andi 89 direkt dahinter und Cannelloni jetzt etwas zurückgefallen, hatte ich nicht im Bild. Der ist da im Kiesbett, weiß nicht so genau, was da los war, aber Deadly Sonic ist da auch gerade vorbeigekommen. In der LMP-Klasse inzwischen Smeddy wieder an Ike vorbei. Cannelloni weiterhin hier irgendwie nicht mehr am Start. Hatte, glaube ich, Probleme mit seinem Lenkrad, so wie ich das mitbekommen habe. Das ist wohl ausgefallen, aber bei 4 Stunden kann man da ja noch weiterfahren. Da kann noch so viel passieren. Darkboy hier jetzt dadurch auf die 9 vorgefahren. Ja, somit die Spitzenklasse hier, vordere Feld in der GT-Klasse. Jetzt nur noch durch Andy und Mr. Hater im Moment. Aus dem Dreikampf nur noch ein Zweikampf, aber die beiden geben sich das hier auch ganz schön. Rotaufstrich überholt hier AX86, der wieder versucht mit seinem Lenkrad klarzukommen und da so das ein oder andere kleine Problem hat. Sehr schwierig hier an diesen Stellen zu überholen. Mit etwas Überschuss geht es aber doch, aber hier muss man wirklich Eier haben, sage ich mal, um das zu machen. Kann auch sehr schnell daneben gehen. So, Mantai schon wieder relativ weit vorne, fährt jetzt hier wieder auf die erste Schikane zu. Im Moment kein Bild, das ist natürlich leider wieder das alte Problem von GT6 und den Replays. Dafür haben wir hier mal den Zeitmonitor und da sehen wir auch, wie verdammt schnell der ist. Also alle anderen fahren so 45er Zeiten, er fährt 32er, also das ist schon extrem viel schneller. Und wir haben auch noch überprüft, er fährt auch natürlich sehr sauber und er kürzt hier nirgendwo ab oder so. Das denkt man sich natürlich, weil das hier leicht geht auf der Strecke, aber er bleibt hier in den Track Limits und holt hier wirklich alles aus dem Wagen raus. Ja, der Kampf hier um die Spitze in der GT-Klasse ist auch wirklich sehr, sehr spannend. Also hier geht wirklich die Post ab. Sehr, sehr knapper Kampf. Ich habe ja schon mal letztens ein Video hochgeladen, wo diese Fahrzeuge eingesetzt worden sind in einer Online-Lobby, die ich auch mal veranstaltet habe. Da waren auch extrem spannende Rennen. Das Gute ist, dass bei diesen Fahrzeugen auch kaum ein Setup möglich ist, man kann nur die Bremsballons verstellen und somit sind diese Wagen eben relativ gleich und es kommt wirklich hier auf den Fahrer an und nicht auf das Setup. Deadly Sonic momentan auf der 8. Position.
Spiel baut hier die Texturen langsam erst auf. Man merkt schon langsam, dass wirklich die PS3 mit dem Spiel nicht mehr so richtig zurechtkommt. Die ist schon absolut an den Grenzen ihrer Leistung angelangt. Cannelloni fährt wieder und kommt jetzt langsam auch wieder hier in den Bereich von den Verfolgern. Und jetzt sind wir hier wieder mal in der LMP-Klasse, wo Eik und Brotaufstrich noch so ein bisschen kämpfen. Brotaufstrich hier nicht so ganz gut rausgekommen. Nutzt Eik jetzt im Moment, um vorbeizufahren. Und da wird er ziemlich abgeschossen von Brotaufstrich. Der hat da die Kontrolle verloren über seinen Wagen, ist etwas auf den Rasen gekommen und hat dann Eik abgeschossen, konnte aber nichts dafür. Das war, ja gut, natürlich hätte er da vielleicht nicht auf den Rasen fahren müssen, aber es war einfach unglücklich hier an dieser Stelle. Ziemlicher Rennunfall, aber der war natürlich bei ziemlich hohen Geschwindigkeiten und somit also doch relativ gravierend. Für die Reifen natürlich sehr, sehr schlecht, aber auch für die Zeiten. Der Vorsprung ist jetzt zu Smeddy richtig groß geworden. Der ist jetzt nämlich schon in den Porsche-Kurven. Und den wieder aufzuholen, das dauert lange. Damit schalten wir mal wieder auf die Verfolgersicht von Cannelloni, der hier jetzt wieder versucht aufzuholen und sich, glaube ich, dann den dritten Platz effektiv erstmal wieder zu sichern in der GT-Klasse. Sprich Platz 8 insgesamt. Leider braucht das hier wieder ewig zum Umschalten. So, Darkboy versucht hier den einfach zu blockieren, das haben wir gesehen. Richtig schlechtes Manöver von ihm. Sowas hat auch einfach in GT nichts zu suchen. Und der sollte dann doch vielleicht lieber Need for Speed spielen. Tut mir leid, dass ich das hier so knallhart in der Übertragung sage, aber anderes fällt mir da jetzt nicht so ein. Hybrid hier jetzt im Moment leer. Ist relativ schnell nach dem Rausbeschleunigen aus den Schikanen dann wieder, ja, entladen. Jetzt natürlich die Frage, ob Darkboy versucht, hier einen Konter zu setzen. Ja, hier hält er sich jetzt doch noch eher zurück, was doch relativ gut ist. Deadly Sonic inzwischen hier in den Porsche-Kurven. Also doch ein ganzes Stück weiter vorne. Hier dauert es leider wieder sehr lange, bis hier irgendwie mal was umschaltet. Smeddy mittlerweile in der zweiten Schikane. So, und langsam aber sicher hat sich das Feld so eingependelt. Der Lukas 211 ist wieder draußen. Das wunderte uns nicht besonders, denn bisher hat er noch nicht wirklich mal ein Rennen beendet. Er ist schon oft mal mitgefahren, aber hat, glaube ich, weiß nicht, ob er es überhaupt schon mal geschafft hat, ein Rennen zu beenden bei uns. Auch sehr schade, dass er da schon raus ist, nach 15 gefahrenen Minuten gerade mal. Brotaufstrich ist wieder vorbei an Eik. Ja, und so sieht man, dass es schon nach 15 Minuten schon wieder drei Fahrer weg sind. Das ist relativ viel. Aber das ist ganz klar, damit war schon zu rechnen, dass nicht alle diese 4 Stunden durchhalten werden. Und somit also hier schon die ersten Verluste. Brotaufstrich hier auch schon wieder etwas weit rausgekommen.
Schalten wir mal auf den führenden. Oh, da sehen wir Dreher hinten in den Schikanen. Brotaufstrich und Ike waren da irgendwie involviert. Was genau da passiert ist, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Cannelloni konnte sich jetzt auch mittlerweile lösen von Darkboy und fährt momentan etwas alleine auf der Strecke in Richtung Deadly Sonic. Fährt hier weit rüber über die Track Limits. Deadly Sonic inzwischen hier hinten auf der Gegengeraden. Und Mr. Hater immer noch im Kampf mit Andy 89 um die Spitze hier im GT-Feld. Brotaufstrich jetzt hier erstmal wieder hinter Ike, also ein frohes Kräftemessen hier, hat er ihn fast noch angeschoben, aber ist wohl noch alles gut gegangen. Windschatten muss man natürlich auch clever ausnutzen. Das hier also im Moment die Duelle. Ike gegen Brotaufstrich und Andy gegen Mr. Hater. Und der Cannelloni schließt langsam wieder auf in Richtung Deadly Sonic. So, und da wurde Ike ein weiteres Mal abgeschossen von Brotaufstrich, der sich wohl verbremst hat, hat er hinterher gesagt. Aber das war natürlich ein nicht sehr schönes Manöver, um es ganz klar zu sagen. So, schalten wir mal auf Kane und dann werden wir mal ein bisschen vorspulen. Wie gesagt, wir werden nicht die kompletten 4 Stunden hier anschauen. Und jetzt sehen wir schon beim kurzen Vorspulversuch hier, dass der Darkboy jetzt auch rausgegangen ist, nach nicht mal einer halben Stunde Fahrt. Also das ist auch ein schwaches Ergebnis. So, und jetzt ist hier Cannelloni an Darkboy dran. An Deadly Sonic meine ich. Und jetzt werden wir mal sehen, ob wie er überholen wird. Mittlerweile 18 Uhr Streckenzeit hier auf in dieser Veranstaltung. So, jetzt müsste er schon mitten im Windschatten sein. Zumindest in einer Distanz, wo er jetzt schon langsam Windschatten haben sollte. Ja, vielleicht auch erst auf der nächsten Geraden.
Jetzt sollte es zumindest so sein. Währenddessen schon eine Überrundung, das nutzt Cannelloni aus und geht hier vorbei. Sauber gemacht, clever agiert. Und wir spulen jetzt einfach mal weiter, ein bisschen in den Rennverlauf. Eine Stunde ist jetzt vergangen und wir sehen, an den Positionen hat sich nichts geändert. Wir gucken mal wieder an die Spitzengruppe in der GT-Klasse, die immer noch nah beieinander ist. Schon über eine Stunde. Da ist es ein ständiger Hin und Her, ein ständiger Wechsel zwischen Mr. Hater und Andy 89, die sich hier wirklich ein tolles Rennen liefern. Vorne die Abstände alle relativ hoch. Die Echtzeitansicht zeigt hier auch die Abstände. 1 Minute 28 hat GTPZ Mantai schon Vorsprung auf den zweiten Smedyline. Dann 2 Minuten 42 die nächste. Und 3 Minuten 21, also die Abstände riesengroß mittlerweile nach einer Stunde. Einzig die beiden, die beiden GT-Spitzenfahrer, Andy 89 und Mr. Hater, sind noch nah beieinander. Cannelloni ist auch relativ weit weg, weil die da vorne Vollgas fahren, kommt er dann natürlich jetzt auch nicht so wirklich weiter dran. Hat natürlich durch seinen großen Fehler da am Anfang sehr viel verloren. Mr. Hater hier weit rausgekommen. Und wir spulen mal wieder ein bisschen vor. 22 Uhr Streckenzeit momentan. Es wird jetzt hier langsam, aber sicher etwas dunkler. Andy konnte sich hier ein bisschen weiter absetzen. Ansonsten gab es hier keine Positionsveränderungen. Die Stops sind relativ ähnlich. Die LMP stoppen alle so Runde 12 alle 12, 15 Runden irgendwann, genauso wie die VGT-Fahrzeuge. Ike hier etwas am Überrunden, das schauen wir uns mal ein bisschen an mit ein paar kleinen Einblicken von der Strecke und der Dämmerung. Ja, viele gucken ja auch schon etwas länger meine Videos und die schon von Anfang an dabei waren, die wissen ja, dass ich auch mal das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, vom Le Mans übertragen habe. Das war eins meiner ersten Projekte, womit ich mich so ein bisschen etabliert habe und das kam gut an bei euch. Und vielleicht kommt sowas bald wieder, allerdings in einem anderen Spiel, nämlich Project Cars. Da werde ich dann wieder ein 24-Stunden-Rennen von Le Mans wahrscheinlich für euch präsentieren. Hier in diesem 4-Stunden-Rennen habe ich übrigens auch Onboard-Aufnahmen gemacht von mir über das ganze Rennen. Aber ich habe da relativ viele Fehler noch reingehauen, weil ich ja eben noch mit dem Lenkrad übe. Ich glaube nicht, dass das sehenswert ist. Somit nehme ich vielleicht da mal ein bisschen Gameplay für irgendwelche Sendungen. Ja, Smedyline hier auch allein auf weiter Flur. Fährt hier jetzt auch langsam in seinen Nachtstint hinein. Irgendwie fehlen hier jetzt die... Ja. Die Telemetrieanzeigen. Wir sind wieder da. Mantai auch fährt hier wie entfesselt. Hat jetzt noch 50% von seinem Tank, ungefähr ein bisschen Batterie. Und fährt hier munter vor sich hin. Somit also hier jetzt wirklich ein langatmiges Langstreckenrennen geworden. Brotaufstrich ist auch relativ weit weg und hat vorne und hinten viel Platz. Wurde hier jetzt auch überrundet. Jetzt ist es ganz dunkel geworden. Nein, das ist natürlich nur die Kamera. Abstand etwas respektabler jetzt hier zwischen den beiden, aber immer noch so, dass jederzeit einen Angriff starten könnte. Die Windschattendistanz ist groß genug, um da noch was abzustauben.
So, eine weitere Stunde später, 23 Uhr Streckenzeit, es ist noch deutlich dunkler geworden. Die Aufnahmen jetzt von der TV-Kamera hier natürlich nicht mehr ganz so schick aufgrund der Dunkelheit. Die Abstände haben sich hier auch nicht geändert. 10 Minuten waren das jetzt auf der Strecke ungefähr. Wir werden mal weiter vorspulen. 0 Uhr sind wir jetzt, Media an der Box. 23 Runden kommt also hin. Also alle 12, 13 Runden gehen die LMPs an die Box. Und der Kampf hier immer noch sehr gut im Fach zwischen den beiden GT-Fahrern. Andi jetzt hier also schon lange in Führung. Cannelloni kommt nicht so richtig wieder dran. Natürlich hat er doch zu viel verloren durch diese ganzen, durch diese Lenkradgeschichte, die er da hatte. Deadly Sonic ganz weit hinten, da gab es viele Probleme beim Überrunden, er hat einfach keinen Platz gemacht und die blauen Flaggen einfach ignoriert sozusagen, und das war natürlich auch nicht sehr schön, und wir werden also auch in Zukunft keine Fahrer mehr zu den Rennveranstaltungen zulassen, die also nicht angemeldet sind, so wie bei Deadly Sonic. Es ist einfach das Risiko zu hoch, dass die eben den anderen das Rennen dann ein bisschen kaputt machen. Und wir wollen natürlich einen fairen Wettbewerb haben für euch alle, damit jeder im Rennen faire Voraussetzungen hat und nicht irgendwelche Leute, die an die anderen blockieren. Das will keiner gerne und das wollen wir auch vermeiden. Und deswegen also nur noch mit Anmeldung, außer man kennt euch, und dann kann man das vielleicht auch mal so regeln im Notfall, aber ansonsten bitte immer mit Anmeldung. Ja, schauen wir mal wieder hoch in die LMP-Klasse. Ike hier, wir sehen es auf der Karte, das ist der rote Punkt, der rote Pfeil. Auch irgendwo, nirgendwo, hinten und vorne nichts zu holen. Sehr, sehr träges Rennen dann natürlich so. Wir sehen hier jetzt ein bisschen das Feuerwerk im Hintergrund. Auch ganz schön mal zur Abwechslung. Fährt jetzt hier in die Box. Hier ist natürlich schwierig, den Eingang richtig zu treffen. Man muss viel bremsen da. Schauen wir uns doch mal so einen Boxenstopp hier zur Abwechslung mit an. Ja, optisch und so ist das Ganze natürlich schon ein geiles Erlebnis. Mit dem ganzen Verschleiß und dieser Strategie und diesen Tag- und Nachtwechsel. Dieses Gefühl des 24-Stunden-Rennens kommt schon wirklich gut rüber in dieser Veranstaltung und überhaupt in GT6. Etwas überbelichtet hier die Box. Gibt es neue Reifen und natürlich dann 91 Liter Sprit bei jedem Stint, bei mir zumindest. Das ist sehr viel und das dauert dann auch am längsten. Und somit also relativ lange Standzeit hier. Rotaufstrich hat schon seinen Stop absolviert, hat wieder einen vollen Tank und frische Reifen, war wohl vorher da. Der Himmel hier sieht auch relativ schön aus mit ein paar Sternen und ein paar Wolken. Es ist nicht allzu dunkel hier. So das Ganze aus der Verfolgerkamera. Wenn es dann doch sehr bedeckt ist, wird es oft noch dunkler. Oh, Smeddy hier auch alleine unterwegs. Und Mantai weiterhin in Führung. Hat jetzt schon alle einmal überrundet nach 2,5 Stunden. Der Mond im Hintergrund vor dem Renngeschehen. Tolle Aufnahmen hier teilweise, wirklich schöne Bilder. Mal wieder kurz zurück zur Spitzengruppe des GT-Feldes. Die sind wieder etwas näher zusammengekommen, wie das hier zumindest an den Namen so zu erkennen ist. Wenn das Spiel dann auch mal umschalten würde, ja, das tut es jetzt auch. Ja, und wir spulen jetzt mal etwas weiter vor. Und zwar etwas sehr viel weiter, weil die Nacht dann doch relativ zäh ist. Ihr seht rechts, es gibt keine Positionsveränderungen, außer zwischen Andy und Mr. Hater, die sich die ganze Nacht über wirklich fighten. Jetzt 4 Uhr nachts, schauen wir nochmal rein hier bei den beiden. Zwischenzeitlich werde ich euch hier nochmal kurz den Echtzeitmonitor zeigen. 8 Fahrer, also
nach wie vor am Start. Das ist noch ganz gut für so ein langes Rennen. Und hier sind also schon große Abstände zwischen den Fahrern zu erkennen. Brotaufstrich ist etwas ist doch 10 Sekunden langsamer gewesen in der letzten Runde. Als Smeddy. Oh, fliegt ja ziemlich krass ab, der Brody. So, schauen wir wieder an die Spitzen, ans Spitzenfeld hier in der GT-Klasse. Und da geben die beiden sich das nach wie vor. Also es ist jetzt schon die Hälfte des Rennens vergangen. 1 Stunde 50 Minuten müssen noch gefahren werden. 48 jetzt, 49. Und somit also jetzt auch schon eine höhere Belastung für die Konzentration. Abstand doch jetzt etwas größer geworden in dieser Phase. Springen wir mal weiter vor und jetzt auf 6 Uhr morgens, da ist die Nacht dann auch schon fast vorbei. Es hat sich nach wie vor nichts an den Positionen verändert. Es gab natürlich immer noch ein paar Stops zwischendurch. Und wir sind jetzt hier wieder in der GT-Klasse. Und die Nacht ist jetzt also auch schon vorbei. Die Sonne geht auf. Und die Verhältnisse werden wieder etwas einfacher. So, wir gehen nochmal durchs Feld in diesem zu diesem Zeitpunkt. Deadly Sonic im Moment also auf der letzten Position. Fightet sich hier so ein bisschen mit Cannelloni. Ich weiß nicht, wie es zustande kam, aber auf jeden Fall ist er hier ziemlich energisch dran. Sehr aggressiv. Währenddessen geht es hier schon wieder in die nächsten Überrundungen. Aber man muss auch dem Deadly Sonic ein Kompliment machen, dass er immer noch mitfährt. Bei so einer extrem harten Distanz, dass er immer noch nicht aufgibt und einfach rausgeht, sondern dass er dabei bleibt. Das ist schon ziemlich cool. Ja, aber so richtig Platz macht er jetzt hier allerdings nicht fürs Überrunden. Hier hat er jetzt doch mal ein bisschen lupfen lassen. Jedenfalls haben sich doch relativ viele dann noch beschwert darüber. So, Andy 89 natürlich immer noch im Kampf mit Mr. Hater. Deswegen überspringe ich das einfach mal, weil ich das die letzten Minuten sowieso sehr ausführlich nochmal angesprochen habe. Ike im vierten Platz in der LMP-Klasse kann nicht so richtig die Geschwindigkeiten gehen von den vorne fahrenden Fahrern. Hat hier auch die Track Limits ziemlich überschritten gerade. Hat hier also auch nichts vor sich, hat keine Überrundung vor sich, aber auch keine Gegner. Nach wie vor ein relativ einseitiges Rennen für ihn. Da sehen wir sehr schön die Sonne aufgehen. Brotaufstrich hatten wir gerade schon beim Überrunden im Bild. Der hier souverän die dritte Position covern kann im Moment. Und jetzt gleich zum Überrunden von Cannelloni antreten wird. Das wird er sicherlich am Ende der ersten Geraden hinter sich gebracht haben. Smeddyline fährt hier auch relativ frei rum. Mantai an der Box, der hier im Moment einen kleinen Stop macht. Der hat einen wirklich sehr guten Vorsprung und hat den Stop jetzt hier eigentlich schon absolviert.
bleibt aber noch etwas länger in der Box, um irgendwie, ich glaube, er wollte eine rauchen gehen. Konnte er sich tatsächlich leisten. Ja, Vorsprung gut genug gewesen, sage ich mal. Smeddy ist schon überrundet, kann sich jetzt hier also nicht die Position zurückholen. So, inzwischen hat sich die Spitze etwas geändert im GT-Feld. Da ist Mr. Hater jetzt nach vorne gefahren. Vorher hat ja lange Zeit der Andi geführt. Und wir nutzen diesen Blackout hier im Spiel einfach nochmal, um vorzuspulen. Im Moment passiert also nicht viel. Eine Stunde 15 jetzt noch auf der Uhr. Nichts ändert sich, alles beim Gleichen. Also ich kann hier leider wirklich nicht so viel Spannendes kommentieren, muss ich euch leider sagen, weil eben außer diesem Zweikampf, der hier sich über schon 3 Stunden zieht, was extrem ist, nicht sehr viel passiert auf der Strecke. Die Abstände sind extrem hoch gewesen bei allen. Hier eine Überrundung und da ist der Ike etwas zu weit rausgekommen und hat sich gedreht. Blöd an dieser Stelle, weil da gerade die Überrundung war, aber die sind beide noch ganz gut vorbeigekommen, zum Glück. Und geben sich es hier immer noch wirklich, also krasses Rennen von den beiden. Das ist wirklich das Spannendste gewesen in dieser ganzen Veranstaltung. Aber es ist klar, diese Langstreckenrennen sind zäh und darauf kommt es auch an, einfach durchzuhalten. Das ist schon eine Aufgabe genug. Somit eben also kaum Duelle hier, außer eben dieses eine. Deswegen kommentiere ich hier auch nicht sehr viel heute. Und deswegen wird dieses Format hier, diese Wiederholung, diese Highlight-Sendung auch nicht besonders lange gehen, eine Stunde vielleicht. Ich werde hier nochmal die Zeit etwas nach vorne raffen. 9 Uhr morgens, eine Stunde Fahrzeit und es fängt da an zu regnen. Und das ist jetzt der erste spannende Moment gewesen, nochmal am Ende, nach 3 gefahrenen Stunden, also der erste Regenschauer. Das hat jetzt hier nochmal wirklich viel für Trubel gesorgt. Ja, und das ist natürlich die Frage, wie reagieren die Leute? Ich schalte mal hier auf Mantai, ob der jetzt reinkommt oder nicht. Im Moment ist die Streckenfeuchtigkeit noch bei 0%. Das ist jetzt natürlich die Frage, wer welche Strategie nimmt. Mantai bleibt draußen und wir sehen hier schon ein bisschen Spray hochkommen. Er kann allerdings auch, kann sich auch ruhig noch einen Dreher leisten. Er hat noch so viel Vorsprung. Was macht Smeddy? Der ist gerade, ja, noch mitten auf der Strecke. Benzin wird eh knapp, er muss eh jetzt in die Box kommen. Und hat hier wohl schon ein paar Probleme beim Anbremsen. Und die Streckenfeuchtigkeit geht jetzt auch langsam hoch, ist schon bei 3% gerade. Broti hier wieder beim Überrunden des GT-Spitzenfeldes. Und jetzt langsam aber sicher wird es rutschig mit Slicks. Ike hier auch weit rausgekommen. Keine Loni an der Box, beziehungsweise, ja doch, wenn sie sich noch aufbaut, ja, baut sie sich. Ist immer ein bisschen schwierig vorherzusagen, welche Reifen sich die Leute holen, denn das Spiel zeigt es nicht korrekt an. Manchmal steht da immer noch Rennreifen, obwohl die Leute schon auf Regenreifen draußen sind oder auf Intermediates.
Deadly Sonic bleibt noch draußen. Tankt jetzt hier also noch auf der Kane. Rotaufstrich kommt rein. Mr. Hater und Andy kommen beide rein. Das ist vielleicht noch eine sehr interessante Sache. Das schauen wir uns mal an. Jetzt kommen natürlich viele in die Box. Die Box hat es relativ stark benutzt. 14-15% Streckenfeuchtigkeit. Jetzt wäre das. Das wären die perfekten Bedingungen für Intermediates. Leider kann ich euch nicht genau sagen, was die Leute alle drauf gemacht haben. Das wird nicht richtig angezeigt. Außer bei mir selber, weil es mein Replay ist wahrscheinlich. Ich habe nämlich Regenreifen drauf gemacht. Die anderen werden mit Rennreifen angezeigt. Werden aber sicherlich auch auf Intermediates oder Regenreifen gegangen sein. Ja, Andy hat hier ein bisschen verloren in der Box. Warum auch immer. Wahrscheinlich hat sein Stop etwas länger gedauert. Jetzt sind wir bei 19% und ich werde wieder mal einmal kurz vorspulen. Da sind wir schon bei 31%. Und der Abstand zwischen den beiden GT-Fahrern wird etwas größer. Mr. Hater hat jetzt einen relativ guten Vorsprung rausgefahren. Ist damit, glaube ich, auch fast schon aus dem Windschattenfenster raus. Andi hier mit ein paar Problemen. Und Manta jetzt eben auch in der Box gewesen, um sich andere Reifen zu holen. Wir spulen nochmal kurz vor und 10 Minuten später plötzlich wieder 0%. Also es ist ziemlich schnell abgetrocknet dann. Und die Fahrer waren jetzt am Überlegen, was sollen sie machen. Es regnet optisch gesehen immer noch, so war es auch im Rennen. Aber die Streckenfeuchtigkeit auf der Ideallinie eben wieder nur noch bei 0%. Allerdings muss man auch dabei bedenken, dass es neben der Ideallinie immer noch nass ist. Deswegen steigt auch immer noch Spray auf. Somit sind viele dann eben noch eine Sicherheitsrunde draußen geblieben und sind dann danach gewechselt auf Trockenreifen. So, mal wieder ein bisschen vorgespult. Alle hier wieder mit frischen Reifen unterwegs. Nochmal kurz einen Blick an die Spitze werfen. Manta hier wirklich einen tollen Job gemacht in diesem Rennen. Wir sehen jetzt hier mittlerweile auch, dass das Spray jetzt schon komplett weg ist. 3,5 Stunden sind hier jetzt fast schon absolviert worden. Andy jetzt hier, ja, getrennt mittlerweile von Mr. Hater. Die verschiedenen Strategien, die haben sich dann doch ziemlich ausgewirkt. Der Regen hat das so ein ganz kleines bisschen verfälscht. Die Strategie von Andy war auch nicht ganz so erfolgreich, wie er sich das vorgestellt hatte. Er hat wohl den falschen Reifen genommen. Er hätte wohl lieber den Intermediate drauf gemacht. Kurzer Blick nach vorne und da fängt es dann plötzlich doch wieder an zu regnen. 8% hier schon wieder hochgegangen. Also nach dem kurzen Trockenphase kam der Regen wieder zurück. Und hat hier wieder erneut etwas Brisanz ins Rennen gebracht. Bisschen schade, dass es einem nicht angezeigt wird hier mit den Reifen, aber hier sehen wir jetzt auch schon große Probleme bei Smeddy, aber so geht es hier vielen Fahrern im Moment. Auch hier mit den Rennreifen auf nasser Strecke ist es natürlich extrem rutschig
Da muss man so schnell wie es geht in die Box. Auch hier Ike mit Problemen. Jetzt ist hier schon wieder die Telemetriedaten verschwunden. Cannelloni kommt hier ganz gut zurecht, wie es aussieht, hat Intermediate-Reifen drauf. Laut der Anzeige. Die im Moment auf jeden Fall die besten Reifen sind, aber man weiß wie lange. So, ein Blick in die Zukunft zeigt uns, dass der Regen weiter ansteigt. An den Positionen verändert sich nichts. Wir schauen uns jetzt aber mal die Abstände an. Und da sehen wir auch, dass der Andi jetzt auf Intermediates gegangen ist. Wobei es jetzt schon immer kontinuierlich immer nasser wird. Zwischen den beiden liegen im Moment rund... Ja, kann man nicht mehr so genau sagen, weil die schon alle überrundet worden sind. Aber Mr. Hater ist wohl 4 Sekunden langsamer gewesen als Andy in der letzten Runde. Somit kommen die beiden jetzt hier wieder zusammen auf der Strecke. Ja, das Problem jetzt hier an dieser Stelle natürlich, dass Andy sieht, es sind noch 20 Minuten zu fahren und es wird immer nasser. Er wird sich jetzt natürlich hoffen, dass es jetzt bald aufhört zu regnen, damit sein Intermediate-Reifen besser funktioniert, weil ab einem gewissen Punkt wird er aufschwimmen, schon so bei 50-60% wird er langsamer und dann wird schon langsam der Regenreifen angebracht sein. Und Mr. Hater hat meines Wissens nach, dann in dieser Phase nämlich den Regenreifen gehabt, den schweren Regenreifen und Andy eben den Intermediate. Im Moment ist er schneller, kommt vorbei und Mr. Hater setzt sich hier ins Kiesbett. Hat sich da ein bisschen verbremst, Smeddy war da auch schon drinne, Gruppenkuscheln im Kiesbett. Und jetzt ist erstmal der Andy in Führung, aber es ist die Frage, wie lange kann er den Vorteil aus dem Intermediate ziehen, sonst muss er nochmal in die Box. Mr. Hater hier, es werden Rennreifen angezeigt, aber er hat glaube ich Heavyweights drauf. Immer mal wieder kleine Boxenstops hier von anderen Fahrern, Rotaufstrich, wahrscheinlich geht er jetzt auch auf Heavyweights. Hier in den Porsche-Kurven ist es extrem schwer zu fahren im Regen. Tja, Andy fährt weiter. Sieht es schon, dass 50% Streckenfeuchtigkeit erreicht sind. Und immer noch 22 Minuten auf der Uhr stehen. Bleibt draußen in der Hoffnung, dass es jetzt wieder abtrocknet vielleicht. Was macht Hater? Bleibt natürlich draußen. Er hat ja den Heavyweight. So, ein Blick in die Zukunft sagt uns 100% Streckenfeuchtigkeit einige Minuten später, 5 Minuten später und somit Hater wieder in Führung und Andy jetzt auf Heavyweights gegangen am Ende der Runde und der Abstand ist jetzt relativ groß. Wir sehen, Mr. Hater ist jetzt schon mit etwas angewärmteren Heavyweights hinten auf der Gegengeraden. Während Andy jetzt gerade erst hier in diese Kurve kommt und es sind nur noch 15 Minuten Zeit. Das wird hart, das kann man kaum aufholen und somit eben die Strategie hier wirklich entscheidend gewesen in diesem schönen Duell hier an der Spitze der GT-Fahrzeuge. Die LMP-Klasse war sehr träge, nichts passiert so wirklich. Deswegen gehe ich jetzt auch mal direkt zum Ende des Rennens. Sieger also GTPZ Mantai vor Smeddyline, vor Brotaufstrich, vor Ike und in der GT-Klasse ist der Sieger Mr. Hater 123
Ergebnisse, 1, 2, 3, Hater 01. Andi auf dem zweiten Platz, die beiden hatten wirklich ein tolles Rennen hier. Cannelloni auf der 7 und Deadly Sonic auf der 8. Hier auch Respekt, dass er durchgekommen ist. Leider etwas unfair unterwegs gewesen, das war nicht sehr schön. Aber doch, insgesamt war es ein tolles, ja, erfahrungsbringendes Event, was doch sehr viel Spaß gemacht hat. Man hatte zwar nicht so viele Duelle auf der Strecke, aber die Sache an sich, das dabei sein und diese enorme Distanz zu bewältigen, das war schon eine Sache für sich und dafür hat es sich schon gelohnt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr diese Highlight-Sendung geguckt habt. Ich weiß, ich habe sehr viel vorgespult, das wird dem einen oder anderen vielleicht nicht so gut gefallen, aber wie gesagt, es ist einfach wenig passiert. Aber danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis dann.